Ja, hier steht er, ein 2020er Concorde Credo in einer Sonderedition, der wirklich aussieht wie ein ganz großer Liner, obwohl der Credo ja eigentlich ein etwas kleineres Modell ist von Concorde, wirkt er in dieser Ausführung wirklich wie ein ganz großer, ausgewachsener. Dem ist das aber auch geschuldet, dass er ganz große, tolle Busspiegel hat, ja. Ja, neben mir steht die Charlotte, sie kommt aus Berlin. Eigentlich kommt sie aus dem Norden, aber ja, das ist ein ganz tolles Auto, oder? Ja, ich bin auch super glücklich damit. Also wir haben uns wirklich einen Traum erfüllt. So sieht's aus. Ihr habt den ganz neu, ihr habt ihn entsprechend bestellt auf der Messe. Das heißt, ihr habt hart verhandelt. Auf welcher Messe war das? In Düsseldorf, auf der größten Caravan-Messe, die hinlänglich bekannt ist unter Caravanern überhaupt. Ja, und da haben wir ihn gesehen. Ich bin reingegangen und habe zu meinem Mann gesagt, das ist er. So, stark ist es von der Seite. Wir stehen gerade in Südfrankreich, so ist es. Und wir gucken uns den mal von der Seite an, denn die Optik, die raubt einen wirklich den Atem. Es ist nämlich eine spezielle Edition und er hat die Optik von einem ganz großen Liner. Das werden wir uns gleich mal auf der Rückseite angucken. Da steht es nämlich, er hat einen Centurion-Style. Und das ist wirklich normalerweise den ganz großen vorbehalten. Er sieht wirklich unglaublich schick aus. Ja, dieser Yacht-Style innen drin hat mich absolut fasziniert. Das war etwas, was mich sofort überzeugt hat. Und ja, ich kann immer wieder nur sagen, ich bin da reingegangen und habe mich verliebt. Ja, das Thema Camping. Ihr seid schon lange am Campen, wart nicht immer auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal. Ihr habt es so ein kleines bisschen hochgearbeitet, oder? Ja, gut, das hat sich natürlich durch die Kinder ergeben. Früher sind wir mit einem normalen Wohnwagen unterwegs gewesen oder, naja, dem einen oder anderen, geschuldet der Größe meiner Kinder, die immer größer wurden und dementsprechend haben sich die Wohnwagen verändert. Ja, und dann haben wir auch ein sehr, sehr großes Wohnmobil gehabt, das ist im Grunde genommen von der Größe sehr ähnlich war, aber eben nicht in dieser absoluten Luxusversion. Luxus bedeutet für euch, dass ihr wirklich alles jetzt an Bord habt. Das heißt, ihr habt richtig viel Platz in dem Auto. Das Thema Zuladung ist gar kein Problem mehr. Ihr könnt ja richtig was reinladen, ohne Angst zu haben, dass er überladen ist. Ja, tatsächlich ist das so. Wir dürfen sehr, sehr viel mitnehmen. Ehrlicherweise haben wir uns aufgrund dessen, dass die Kinder nicht mehr mitkommen, auch von vielen Sachen getrennt. Und so schöne Sachen wie Stand-up-Paddles und was weiß ich nicht jetzt alles da drin. Und es ist völlig problemlos, das wirklich mitzunehmen. Ja, ihr habt zwei ausgewachsene Fahrräder dabei. Der ist natürlich powered by Iveco, da steckt ein Daily drunter. Und wir werden uns den gleich mal von innen angucken. Das ist der neue Style, den er jetzt hat. Sogar mit brushed Aluminium hier hinten dran. Also so kleinen Akzenten, aber besonders toll sieht doch hier diese, ich sag mal, Partie aus. Der Centurion-Style von dem ganz, ganz großen mit Rückfahrkamera. Toll, oder? Ja, großartig. Also, wie gesagt, das ist etwas sehr Männliches, sage ich jetzt mal von hinten. Das interessiert uns Frauen vielleicht nicht ganz so sehr. Dankeschön. Aber tatsächlich sieht er von hinten auch schön aus. Ihr habt was Tolles gemacht. Ihr habt nämlich den Wohnraum massiv erweitert. Da habt ihr schon ein bisschen Übung drin. Das hier ist die Serienmarkise, die dabei ist. Die ist schon toll. Dort habt ihr aber noch Querstangen eingefügt. Wir sind ja hier an einem windigen Ort und ja, ihr habt sie richtig sturmsicher gemacht. Tatsächlich sind wir hier an einem sehr, sehr windigen Ort. Mein Mann ist auch sehr glücklich darüber, dass er sich das dieses Jahr hat einbauen lassen, weil wir hatten hier schon bis zu 75, 80 Stundenkilometer Wind und tatsächlich mit einer guten Halterung allerdings. Also das reicht nicht, dass man Stangen hat, sondern eben auch wirklich befestigt an allen Ecken und Kanten, hat es tatsächlich gut durchgehalten und ich hatte etwas weniger Angst als die anderen Jahre. Ja, roundabout 8,50 Meter. Ist das hier ein Problem in Südfrankreich? Nee, man kommt gut rein, oder? Auf diesem Platz ja, auf anderen weiß ich nicht ganz genau, aber wir haben natürlich bis vor kurzem auch noch ein paar Leute mehr hier dabei gehabt. Das heißt, es stand auch noch ein Zelt nebendran, deswegen brauchten wir einen sehr großen Platz, aber eigentlich, wenn man einen großen Caravan hat und ein Auto davor, braucht man den gleichen Platz. Ja, wollen mal ganz kurz eine kleine Roomtour machen. Ihr wohnt jetzt schon wie lange in dem Auto? Ungefähr wie lange wohnt ihr? In dem Auto? Achso, nein, das ist jetzt unser dritter Urlaub dieses Jahr schon. Also wir haben den schon in Deutschland ausprobiert, auch auf Sylt, auch bei sehr viel Wind und allem, allerdings ohne Markise, weil das Wetter nicht so schön war, okay, aber um ihn überhaupt zu fahren. Okay, das heißt, war großartig. Okay, das heißt, ihr habt ihn jetzt schon länger oder habt ihr ihn dieses Jahr bekommen? Wir haben ihn dieses Jahr bekommen, leider gerade zu Corona-Zeiten. Wir waren sehr traurig, wir mussten ihn ja dann noch eine ganze Weile im Stall stehen lassen. Ja. Und dann kam der große Moment, wo wir das erste Wochenende ihn ausfahren durften und wir waren
begeistert. Warum? Ja, weil einfach, ja, es ist einfach... Luxus. Ja, so kann man es sagen. Ja. Sehr schön, ich zeige das mal gerade. Also ihr kommt wirklich auch vom Wohnwagen, muss man sagen. Ihr seid also jetzt nicht die, die sagen, hey, wir hatten schon immer das. Ihr hattet früher mal einen Wohnwagen? Ja, sagte ich ja schon, wir hatten 3 Stück mit den Kindern. War das auch sehr schön und sehr praktisch. Und die Kinder sind groß. Ja, jetzt braucht ihr es nicht mehr. So, jetzt habt ihr ein großes Gefährt für 2 Personen. Aber der Platz, sag mal so, der ist optimal wirklich für 2 Personen. Es fängt ein bisschen an zu nieseln. Sie bringt mal gerade den Tisch rein. Und ich zeige schon mal ein kleines Detail. Das ist diese Etagere hier, die draußen ist, die es mir wirklich angetan habt. Ihr habt so ganz viele Dinge, die ihr im letzten oder ich sag mal mit den letzten Wohnmobilen hattet, mitgenommen, die sich praktisch bewährt hatten, oder? Absolut. Natürlich gibt es Dinge, die immer wieder nützlich sind und ja, und auch schöne Schalen oder irgendwas, was wir natürlich jetzt auch relativ entspannt wieder unterstellen können, wo manche Leute natürlich dann gucken müssen, wenn die Mobile etwas kleiner sind. Ja, aber wir haben da nicht so viel Sorge mit. So, ihr habt die normale Aufbautür. Es gibt unglaublich viele Klappen und Stauraum. Ist das mehr wie beim letzten, was ihr hattet? Tatsächlich nein, weil unser letzter war mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, unbequem von innen. Aber dafür hatte er sehr viel Stauraum, weil er war auf 6 Personen ausgelegt. Okay, also mehr Personen. Hier ist die Klappe vom Kühlschrank. Wir gucken mal, fangen vielleicht mal hinten an, dass wir da mal reingucken dürfen. Denn er hat eine ganz große Heckgarage. Ihr habt 2 Fahrräder drin. So, hast du die 2 Fahrräder. Der Riffelboden ist gleich mit drin. Der kam so, wie er ist. Die haben da nichts modifiziert. Genau. Der kam so, wie es ist und wir hatten erst überlegt, ob wir ein Regalsystem einbauen, wie in unserem letzten Wagen. Aber insgesamt ist mein Mann glücklich mit seinen Kisten. Ja, ihr habt eine ganz große Lithium-Ionen-Anlage von Mastervolt. Da vorne ist sie drin. Das heißt, ihr habt Strom wirklich an jeder Stelle. Ihr müsst gar keinen 230-Volt-Anschluss haben. Ihr könnt auch einfach mal ein paar Tage so stehen am Stellplatz, oder? Wenn ich richtig orientiert bin, ist das so? Ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine Männerfrage. Entschuldigung, ja. Aber wir haben tatsächlich auch auf dem Dach Solar. Solar, ja. Genau. Das heißt, also ihr seid autark. Ja. Ich glaube, die hat 400 Amperestunden, hat die... Für die Spezialisten, die es wissen wollen. Was besonders toll ist, ist hier Ton in Ton mit den Fenstern. Das heißt, die gehen so fast unter. Das ist sehr schick, oder? Ja, das ist schon, ja, es sieht einfach gut aus. Also es ist sehr gefällig, kann ich nicht anders sagen. So, ja, wir werden mal eins machen. Gehen mal ganz kurz nochmal auf die andere Seite, dass wir die Technikfächer nochmal kurz durchgucken. Denn, so, hier ist die 2. Klappe, die brauchen wir jetzt nicht extra aufmachen. Da kommt man nochmal an den Kofferraum ran. Oder wenn du mal so lieb bist, die einfach mal aufmachst für mich. So, gucken wir da nochmal rein. Also ist es wirklich unglaublich viel Platz drin. Ja, oder? Ist das super, ne? Das ist krass. Und ihr habt das jetzt organisiert in Kisten. Das heißt, ist das gut mit den Kisten? Ja, es ist insofern gut, als dass wir Winter- und Sommerkisten haben. Das heißt also, mein Mann arbeitet sehr gerne damit, dass er dann eine komplett, ich sage jetzt mal, Frankreich oder also Süden-Kiste hat. Und dann, wenn wir natürlich im Norden unterwegs sind und es ist Oktober, haben wir andere Bedarfe als eben in der Sommerzeit. Super. Die nächste Klappe, da befindet sich nämlich die Wassertechnik mit drin. Das sage ich mal gerade. Die ist hier. Da ist die Wasserpumpe mit drin. Die Heizung ist mit drin. Ihr habt eine Fußbodenheizung mit drin. Und ihr habt dort die Tankentleerung. Das heißt, also ab und zu muss der Tank ja mal entleert werden. Das Spülwasser, das geht hier. Das macht der Mann hauptsächlich? Ich finde, das ist ein Männerjob. Ich kann alles... Ist gar kein Problem, weil kann Frau auch, aber wir müssen nicht alles. Das ist garantiert ein Männerjob, oder? Das Klo leer machen? Nee, das mache ich andauernd selber, weil ich bin diejenige, die es benutzt. Ist das schwer gewesen am Anfang für dich? Oder ist das easy? Nein, ich kenne das doch schon das seit über 20 Jahren. Das ist immer das Gleiche. Das Kassettenklo ist immer das Gleiche. Da ist doch. Hat sich nichts geändert. Allerdings ist das eine Sonderedition. Normalerweise hätte dieses Fahrzeug keine Kassettentoilette. Sondern es ist einfach so, dass wir das genommen haben, um tatsächlich auch auf Campingplätzen sehr flexibel zu sein und nicht immer losfahren zu müssen, denn das Auto ist schon groß. Das ist Stromanschluss, zeige ich mal gerade. Und hier ist noch ein Abwasseranschluss, gucke ich mal ganz kurz. Prima, bitte nochmal zumachen. Dann gehen wir mal, hier vorne habt ihr den Gasanschluss. Ihr habt keinen Gastank, dafür habt ihr 2 Flaschen, die automatisch umschalten. Hier oben ist nämlich der Do Control ist eingebaut. Ihr fahrt ja nicht im Winter, oder? Das heißt, ihr meldet das Auto sogar ab? Nein, abmelden ist nicht, aber wir haben den 3 Monate ist der halt nicht zugelassen. Also wir haben ab Ende November bis Ende Februar 3 Monate sparen wir auch dann
in dem Zusammenhang natürlich dann auch die Versicherung und Steuern und alles Mögliche. Das okay, macht, das heißt, ihr, das der, schon ein bisschen was, der wird ja nicht bewegt quasi. Das heißt, der genau. ist ja noch versichert. Hier ist die Starterbatterie und hier sind die Tankeingänge. AdBlue hat das ja auch, müsst ihr auch ab und zu mal tanken. Ja. Genau, auch das. Aber wie gesagt, es gibt manche Jobs, die überlasse ich dann doch noch meinem Mann. Ja? So, dann machen wir mal Folgendes. Gehen wir mal ums Auto rum und zeigen mal ganz kurz die Eingangstreppe. Denn das Besondere bei dem Credo ist, der hat nämlich nicht zwei Stufen, der hat tatsächlich nur eine Stufe. Aber es fällt gar nicht auf, dass das die kleinste Klasse ist. Also normalerweise, ja, drinnen ja. noch zwei Stufen. Ja, drinnen noch zwei Stufen. Ja, ganz genau. So, ihr habt jetzt die Aufbautür mit Schloss. Das war für dich okay? Nein, das war sogar gewollt. Denn ich finde, Schlösser kann man immer aufmachen, während man elektronisches... ja, also gut. Ich nicht 100% sicher. Das heißt, du bist noch von der alten Schule. Du ja, willst es denn lieber 100% haben? Ja, ich wollte sagen. Ja, ganz genau. Ich bin ja jemand, der dann natürlich in dem Zusammenhang dann vielleicht auch ein bisschen old school ist tatsächlich. Ja. So, wenn du mal so lieb bist, mir das mal aufmachst, dann gehe ich mal vor. Ja, sehr gerne. Achtung. Bitte. Vielen Dank. Ja, hier vorne ist er drin und da sieht man direkt, ihr habt ein automatisches Nivelliersystem eingebaut. Das bedeutet Hubstützenanlage. Ja. Die funktioniert gut? Oh, perfekt. Auch mein Mann feiert sich dafür wie verrückt. So, hier vorne links am Eingang habt ihr gleich alle Schalter. Die sind noch, das ist ordentlich angebracht an ja, der Stelle? Super. Ja, ja, genau. Kann man alles, im ersten Moment wundert man sich, weil man hat ja doch verdammt viel Schalter, dass man sich erstmal orientieren muss. Aber ja, aber ja, insgesamt kommt man damit super zurecht, finde ich. So, jetzt geht es gleich um die Optik. Du hast gesagt Schuhe aus, denn ich sag mal, du bist eine Frau, hast du mir gesagt. Bei mir im Wohnmobil sieht es nicht ganz so schön aus, aber... Wir sind ja auch mit zwei Jungs unterwegs und ja, hier sieht man schon gleich, ihr habt Leder. Es riecht unglaublich, als wäre es im Möbelhaus, würden wir mal hier sein. Es ist so ein Duft, der einem... Der ist neu. Er hat einen Neuwagenduft. Ja, er hat noch den absoluten Neuwagenduft. Das dauert ja ein bisschen. Und dementsprechend, kann, wenn man jetzt hier noch reinkommt, das Leder riecht ja noch intensiv, aber sehr, sehr lecker, finde ich. So, die Klimaanlage läuft. Hier vorne ist das neue Cockpit. Iveco Daily. Und hier ist auch das neue Lenkrad. Da vorne steht es. Und ich drehe es mal gerade um. Es ist abnehmbar. Ja, denn das ist ganz besonders. Dann kann der Mann sich nämlich gut drehen. Es ist die Wandlerautomatik mit drin. 8 Gänge. Und hier vorne hat man dann ja, die üblichen Daily-Funktionselemente mit drin. Die Sitze sind drehbar, das heißt, ich kann hier prima Fernsehen gucken. Ihr macht das abends auch schon mal? Das, ja, im Süden nicht so sehr, aber im Norden ist das schon, also das ist überhaupt eins von diesen Dingen, die wir lieben, wie verrückt, dass wir beide jetzt die Füße hochlegen können, die Sitze uns so justieren können. Insbesondere durch dieses abnehmbare Lenkrad ist auch mein Mann jetzt nicht mehr da eingeengt. Und ja, und dann sitzen wir beide hier ganz gemütlich vor einem kleinen Gläschen Wein und gucken zusammen Fernsehen oder lesen oder spielen mit dem Computer oder was auch immer. Also das ist schon, also diese Sitze haben schon richtig, ja. Komfort. Ja, das Schöne ist auch, man kann die Armlehnen richtig schön verstellen. Das heißt, ich kann mir die auch, wenn ich jetzt mal da liegen möchte, so einstellen, dass ich die entweder gar nicht nehme oder genau in die Position mache, wie ich es brauche. Denn wenn du ja den Sitz ein bisschen zurück machst, gehen die Armlehnen ja mit hoch. Und dann kannst du die genau anpassen, oder? Ja, natürlich. Und auch vor allen Dingen auch auf die Körpergröße. Das ist ja auch ganz wichtig, denn jeder hat ja eine andere Armlehnenhöhe. Und dementsprechend kann man das ideal also einrichten, so wie man das wirklich für sich braucht. Sag mal, die Farbe des Leders, das ist ja immer so eine Gretchenfrage, die man hat. Mhm. Das ist jetzt schon ein helles Leder mit dem Braunen. Habt ihr euch da schwer getan oder kam das so in der Sonderedition? Tatsächlich haben wir uns überhaupt nicht schwer getan, weil Leder, wir hatten vorher in unserem anderen Mobil Stoff. Und ganz ehrlich, Leder kann ich abwischen, Stoff nicht. Und auch das Helle macht überhaupt nichts. Es gibt ja auch, wenn man es unbedingt bräuchte, Lederpflege. Oder also das macht jetzt überhaupt nichts. Das ist auch sehr, sehr, sehr robustes Leder, wie in einem Auto. Das heißt, das ist auch was anderes als meine Lederjacke. So, großes Streitthema. Küche, ist genug Platz vorhanden für dich? Oder könnte es noch ein bisschen mehr sein? Ja, gut, ich bin jemand, ich koche gerne und brauche manchmal ein bisschen mehr Platz. Aber tatsächlich ist es schon ganz gut aufgeteilt. Und im Gegensatz zu meinem letzten habe ich wenigstens schon ein wenig Stellfläche. Zumal hier zum Beispiel dieses Element, das kann man dann auch... Ich zeige das mal gerade, wenn du mal kurz ein Stück rüber gehst, dann ja. Zeige ich es mal ganz kurz. Ach, das ist so einklemmbar quasi. Das ist der Deckel quasi von dem Waschbecken. Also ich kann das auch mal zeigen, ja. So dass man das dann rausnimmt.
Und dann kann man das Waschbecken dann schließen. Und dann als Schneidebrett auch, wenn man will. Oder als Schneidebrett. Und damit haben wir natürlich das ganz praktisch, dass wir das dann eben, das ist ziemlich stabil. Das wunderte mich sogar. Eine Ablagefläche. So, dass man dann zum Beispiel auch schon mal eine Flasche und alles dann oder Kaffeekanne oder sonst irgendwas da mal eben schnell zwischenlagern kann. Das ist schon, ja, toll. Die Nespresso darf natürlich nicht fehlen. Die passt da genau rein. Wie ist das jetzt mit dem Befüllen von dem Wasser? Geht das gut? Schwierig? Das ist etwas schwierig, obwohl wir schon eine sehr kleine Maschine haben. Da muss ich sagen, da hätte noch vielleicht noch ein ganz bisschen mehr Platz sein dürfen. Das Problem ist auch, wenn man eine große Tasse drunter schiebt, ja, nimmt man das raus, dann passt sie nicht mehr drunter. Kenne ich. Aber das Schöne ist, man kann es ja modifizieren. Genau, also wir sind ja schlau. Komm, wir sind Camper. Das heißt also so, dass man auch so ein bisschen flexibel sein muss. Ist einfach so beim Camping. Genau, wenn du mal so lieb bist, da oben mal aufmachst, dass wir da mal reingucken dürfen. Ah, die hast du vorbereitet? Nein, sehr schön. Vorbereitet. So, aber da, so, da hat man mal den Camperüberblick. Da ist das Nutella meines Mannes. Ja. Ist ja süß. So, das sind so die Schokokeks, so sieht das überall aus. Aber im Grunde genommen habt ihr ja, genau, nächste, zeig mal. Sehr schön. Das sind Teller? Nee. Ja, da waren eigentlich die Tassen. Was sehr praktisch ist, darf es ja heute gar nicht mehr sagen. So ein paar Pappteller ab und zu mal für die Reise sind sehr schön für unterwegs. Ja. Und ansonsten, ja, haben wir dann. Ich hab jetzt gar kein Zusatzlicht dabei, hätte ich das gewusst, hätte ich es noch mitgenommen. Aber das ist nicht so schlimm. Aber da unten sind die Teller, gell? So, sie hat nämlich noch mehr Licht. Kann mal gucken. Jede Schalter wird jetzt mal. Ist nicht so schlimm, wenn es nicht angeht. Jetzt da vorne. Ah, da. Guck mal, da werden wir mal. Da. Ah, es werde Licht. Guck mal hier. Jetzt ist die. Da drunter kann man vielleicht auch mal. Aber schon mal ein bisschen mehr sehen. Ja, ja, guck mal hier. Stark. Das heißt, es ist so viel Licht drin, man muss es nur finden, oder? Genau. Das hier ist meine Lieblingsschublade. Das ist. Die ist beleuchtet innen. Ja, und vor allen Dingen, du hast dann aber auch, da kommt dann allen Schurimuri rein. Und auch Bestecke. Also mal, wenn du die gerade nochmal aufmachst, die ist wirklich. Ah, die hat unten drunter die Beleuchtung, die scheint dann rein. Das ist genau. Ja mal neckisch. Innovativ. Genau. Ne? Und deswegen. Also am Anfang, als ich den bekommen habe, habe ich gedacht, das reicht im Leben nicht. Aber tatsächlich haben wir alles ganz gut unterbekommen. So, das ist, ja, hier vorne. Dann habe ich diese super Auszüge. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz dahin. Apothekerauszüge. Genau, davon habe ich zwei Stück, einen oben und einen unten. Das ist sehr praktisch, oder? Kriegt man unglaublich viel unter. Ja, so. Unglaublich viel wäre jetzt geprahlt, aber ganz ehrlich, fürs Camping braucht man ja auch nicht so viel wie zu Hause, weil wir gehen ja auch häufig essen. So ist es. Das gönnt man sich dann auch mal. Ja, die Jalousien, das sind nicht so typische Jalousien, sondern es sieht so ein bisschen aus wie in einer Yacht, oder? Ganz genau. Also die haben auch schon so ein bisschen diesen, ja, weiß ich auch nicht, New Orleans-Style. Und ganz schön ist es auch so, dass man die so ein bisschen halb aufstellen kann. Dann kann man sehr schön rein und raus gucken oder das Licht ein wenig reinlassen und macht aber nicht alles komplett zu. Und die Sitzecke hat das rechts und links und ich finde das optisch sehr gelungen. Ja, die Klimaanlage darf nicht fehlen. Ihr habt die ab und zu mal laufen. Das Schöne ist, wenn es feucht ist draußen, sie kann dann entfeuchten. Wenn du mich mal kurz vorlässt, dann gehe ich mal gerade in euer Reich. Genau. Ganz wichtig, großer Spiegel. Der wird auch genutzt von dir? Tatsächlich, ich bin das noch gar nicht gewohnt, weil ich hatte vorher nie einen großen Spiegel. Und es ist ganz großartig, sich jetzt ganz sehen zu können. So, sie zupft da und an mir rum. Irgendwelche Tiere sind da dran, Ameise. So, das da oben ist was Besonderes. Was ist das? Wir haben uns im Gegensatz zu allen anderen zu einer Mikrowelle entschlossen, weil frische Brötchen und so diverses kriegt man fast überall an den Plätzen oder um die Ecke beim Bäcker bis heute, selbst an Feiertagen. Und deswegen haben wir uns zu einer Mikrowelle entschlossen, weil manchmal habe ich Sachen zu Hause schon fertig gekocht. Mhm. So, und dann stellt sich dann eben doch die Frage, wie erwärme ich dann so ein Tellergericht? Ja. Hätte ich auch lieber gern gehabt, aber war schon drin bei mir. Also ich habe aber jetzt einen Trick raus, kriege die Brötchen in ein paar Minuten dann auch gemacht. So, jetzt mal bitte aufmachen. Jetzt kommt das Besondere, das Eisfach. Der macht richtig kalt. Das ja, heißt, absolut. Das ist richtig kalt, also deswegen habe ich... Ein vollautomatischer Dometic. Genau. Das heißt, wie original wie zu Hause? Ja, also das kann man fast so sagen. Das Einzige ist, auf der Reise sind sie nicht mehr ganz so warm. Ganz so kalt, ja. Genau, ganz so kalt, weil ich glaube, dann reicht die Energieleistung nicht. Aber sobald man irgendwo am Strom steht, fährt der voll hoch und dann ist das ja richtig wie zu Hause so kalt. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich mal gespannt.
was die Berliner hier so drin haben. Vollgeladener Kühlschrank. Also man merkt schon, ihr seid ein bisschen länger hier in Frankreich. Das heißt, hier sind nicht mehr alle Sachen aus Deutschland, oder? Nee, Kondensmilch. Kondensmilch ist aus Deutschland, der Rest ist aus Frankreich. Man kann hier gut essen in Frankreich, gell? Ach, sehr unterschiedlich, finde ich, was jeder so als gut essen betrachtet. Also in den Ferienorten ist sowieso immer ein bisschen Luft nach oben. Das ist ja wie in Deutschland. So, jetzt gehe ich mal kurz hier alleine rein. Du bleibst mal hier, sind so viele Spiegel, dann könnte man dich im Zweifel denn doch sehen. Denn das ist das Besondere. Aber ich werde mal das Mikro zu dir durchreichen, wenn ich da sage. Genau, stell ich mal dahin. So ist gut. Es gibt wahrscheinlich hier auch noch Lampen, gell? Ganz jede Menge Lampen. Ich guck mal gerade hier rein. Da. Sag mal ganz ehrlich, das ist ja schon ein tolles Bett, oder? Ja, das Bett ist toll, aber da kann ich nur zu sagen, das, was ich vorher hatte, das war ein Querbett und das hatte ich auch ganz alleine. Das war mindestens so gut. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt unbedingt besser ist. Dein Mann schläft vorne ab und zu? Mein Mann schläft vorne, ja. Der hat ja ein eigenes Hubbett, damit er dann elektrisch, muss man auch sagen, ganz spät ins Bett gehen darf, weil unsere Schiebetüren eignen sich wunderbar dazu, auch wirklich Ruhe zu haben. Ja, ich zeig mal gerade hier vorne, ist was Besonderes, denn man hat nämlich hier, genau, wenn du nochmal einen kurzen Schritt zurückgehst, bist du wieder im Bild, so ist gut. Und hier zeige ich mal gerade, hier hat man nämlich riesige Spiegel, also die wirklich einem dann auch von der Seite was zeigen. Ich kann sogar zeigen, wie habe ich mich rasiert mit allem drum und dran. Ihr habt ein ganz großes Waschbecken. Ist das groß genug für beide? Oder am besten zwei? Das Waschbecken ist ganz perfekt. Also es ist größer als jedes, was ich vorher hatte. Das ist schon mal was. Ja, hier ist die Toilette. Die hat eine ordentliche Sitzhöhe. Das wird auch ab und zu mal moniert, dass die Sitzhöhe nicht genug ist. Die ist passt. Super. Es ist ein Porzellan. Porzellan. Ja. Das heißt, die Reinigung kein Problem? Nein. Kein Problem. So, hier vorne. Und dadurch ist die Sitzhöhe halt eine andere. Die Sitzhöhe. So, und dann, wenn es mal nicht benutzt wird, die Dusche. Ihr duscht hier auf dem Campingplatz oder duscht ihr schon mal hier drin? Wir duschen manchmal auch hier drin, aber hier, wo wir uns jetzt befinden, sind die Duschen gerade neu und sehr schick. Dann brauche ich mir ja hier das Wasser dann nicht durchlaufen zu lassen, sondern. Ist ganz neu gemacht hier auf dem Campingplatz, ja. Großartig, ja. Ganz schick geworden. Und dann kann man so eine Dusche natürlich auch, wie man sieht, auch noch eben schnell als Kleiderschrank benutzen. Ja, du hast es eben erwähnt, Schiebetüren, die kann ich einfach zumachen. Das Coole ist dann genau oben. Ah, du zeigst nämlich mal ganz kurz, da ist nämlich ein ganz kleiner Pöppel. Der ist nämlich drin, dass wir den mal kurz sehen. Und dort kann man aufmachen, da kann man zumachen. Also einmal diese Schiebetür hier und dann kann man eine zweite Schiebetür zumachen. Und dann sind praktisch vorne und hinten ist das dann komplett entkoppelt quasi. Genau, ich mach die mal zu. Die laufen so. Super. Und die laufen super. Und wenn beide zu sind, dann hört man hinten und vorne fast nichts mehr, oder? Dann höre ich nicht mehr, wenn mein Mann etwas lauter schnarcht. Das soll ja mal vorkommen. Genau. Also gerade dann, wenn man mal etwas mehr Rotwein trinkt, dann passiert es mir zumindest, dann fange ich an zu schnarchen. Ich wollte gerade sagen, das hast du jetzt gesagt, genau. Das habe ich jetzt gesagt. So, da vorne, das darf natürlich auch nicht fehlen, das sind unsere Weingläser. Das heißt, das ist wie auch beim Morello mit drin. Und dann ist die Technik hier mit drin. Das heißt, du siehst auch ab und zu mal, wie viel Wasser ist noch drin. Das kann ich sehen. Die Heizung sieht man. Du kannst ja da drauf drücken und dann wird dir das angezeigt. Genau, jetzt sind noch 20% drin. Das heißt, die Gießkanne muss bald wieder her. Nee, wir haben Wasserschlauch. Genau. So, jetzt hat man hier so kleine Fächer. Ist das sinnvoll oder wär das etwas besser, wenn die geschlossen wären? Tatsächlich habe ich erst gedacht, oh Gott, was soll ich mit diesen ganzen Fächern? Aber mittlerweile habe ich mich sehr damit angefreundet, weil auch hier liegen iPads und alles ist dann oben in dem Fach mal eben schnell rauf, also da hineingelegt. Anders als wenn das hier auf dem Tisch rumliegt, sondern ich kann einen Handgriff und man ist einfach, ja, man das Zeug los. Und es ist aufgeräumt. Super, der Tisch, der ist richtig klasse. Der lässt sich nämlich auseinanderziehen und er sieht sehr stylisch aus. Mhm. Genauso wie der Boden, das hat so eine Schiffsoptik, richtig? Ja, ganz schön. Es ist, also das ist das, was mir auch wirklich zugesagt hat, dieses Auto insgesamt von seiner Optik, also in dieser Farbigkeit mit diesem Hell und Dunkel, hat schon, also ganz ehrlich, das hat schon Style. Ja, was haben denn die Nachbarn gesagt? Die Nachbarn,
Denen haben wir das gar nicht erzählt, weil, also die Neider sind ja gerne mit einem, das ist ein bisschen problematisch. Ich muss sagen, ihr campt aber schon ewig, das ist jetzt nichts so, also das hier ist praktisch nur die Evolution. Ganz genau. Man ist jetzt alleine, die Kinder sind schon groß, richtig? Ja, ganz genau. Und tatsächlich, ich weiß noch nicht mal, ob die Nachbarn das unterscheiden könnten, ob wir jetzt ein neues oder ein altes Wohnmobil haben. Kann ja googeln, sage ich immer. Ist dann so. Ja. So. Jetzt, wenn du mal so lieb bist, da ist das Hubbett, das ist elektrisch, wenn du das mal kurz runterfährst für mich. Da schläft nämlich dein Mann üblicherweise und das Schöne beim Elektrischen ist, gerade morgens, wenn man es hochdrückt, kann man sich auch mal nicht den Rücken machen. Man kann es nicht ganz runter, aber nur ein kleines Stückchen, nur so, dass man es sehen kann. Dass man das Gefühl dafür entwickelt. Man kann, das ganze Bettzeug kann man da lassen, richtig? Das heißt, also ich muss nicht jedes Mal... Ganz genau. Nee, also das ist so, das wird dann mal eben kurz gelüftet und dann kommt das wieder tatsächlich drauf. Das Bett ist fast noch größer wie hinten, oder? Als Einzelbett. Tatsächlich... würde ich das so nicht sehen, weil man ist ja ein bisschen beschränkt durch diese Vorhänge, die dann da angebaut sind, damit man dann auch da komfortabel und auch Dunkellicht da unten an den Wänden, an den Seiten sieht man auch nochmal die Vorhänge, die kann man dann auch vor das Bett ziehen, sodass das, also auch man hier also dunkel schlafen kann. Und mein Mann ist zwar sehr groß und ich glaube, das könnten noch mal 10, 20 Zentimeter auch für ihn noch mal mehr sein. Aber tatsächlich, wir befinden uns in einem Wohnmobil. So ist es. Aber es ist eine kleine Wohnung. Ich meine, das hier ist ja quasi, wo andere sich dann, ich sag mal, ein Wochenendhaus kaufen oder ich sag mal, eine Ferienwohnung. Das ist eure Ferienwohnung, kann man das sagen? Das ist unsere Ferienwohnung. Und das Tolle ist, sie steht nicht an einem Ort, sondern sie kommt immer mit mir mit und es ist alles meins. Ist das großartig? Ja, ist nämlich schon bezahlt. So ist es. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz rein. Ja, toll ist es. Ich bin ganz begeistert. Du hast mir nämlich ganz freudend erzählt. Also ist ja Morelo und Concorde sind ja eng beieinander. Zumindest auch die Herstellung ist, glaube ich, sogar am gleichen Ort. Schön sind noch hier so ein paar so kleine Details. Hier sieht man hier, da ist direkt der Halter für die Flasche damit drin. Genau. Und hier hast du dann nochmal ein kleines Schuhfach. Also wir haben überall... Ach, das ist also, es war auch so herrlich. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Überall findet sich plötzlich noch ein neues Fach und ganz schön. So, wenn du mal so liebes mal rausgehst, dann zeige ich noch mal ganz kurz komplett, nämlich wie man Fernsehen guckt. Und dann kann man nämlich sehr schön mal sehen, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, das wäre jetzt der Blick auf den Fernseher. Und ja, der Nachbar hat nämlich genau den gleichen Blick. Und ja, wir sitzen tatsächlich in einem Credo drin. Und ich kann es kaum glauben. Er ist so groß, fast wie ein Centurion. Und es heißt ja auch Centurion Style hier aus Südfrankreich. Ja, wenn jemand sich noch für den Platz interessiert, er heißt Marseillan Plage. Und der Campingplatz selber heißt Beach Garden. Ja, aus dem Iveco Daily Credo Concorde Baujahr 2020 im Centurion Style. Viel Spaß beim Zusehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.